Hallo all ihr wunderbaren Alphanisten, Alpha-Enthusiasten da draußen. Und ich weiß, es ist über 5 Monate her, seit ich das letzte Mal ein Video mit Amelia, meiner Alpha Giulietta, gemacht habe. Aber in der Zeit habe ich sie einfach etwas genossen, habe sie viel gefahren tatsächlich. Und ich wollte dieses kurze Video machen über all die Dinge, die mir aufgefallen sind, die mir besonders gut an dem Auto gefallen. Und Spoilerwarnung, es ist so ziemlich alles. Also gehen wir Bereich für Bereich mal durch und ich sag mal ganz genau, was mir an diesem Auto so gut gefällt und warum ich fast etwas froh bin, dass mein altes Auto gecrashed wurde und ich jetzt das gehabt habe, das letzte Jahr. Also legen wir los. Da haben wir zuallererst mal das, was man sofort sieht. Das Aussehen von außen. Und meiner Meinung nach ist die Alpha Giulietta eins der, wenn nicht, der schönste Hot Hatch, den es je gegeben hat. Modernere Autos sind total überdesignt und ältere sind vielleicht etwas langweilig, aber die Giulietta schafft es ganz genau, diesen Zwischengrad aus Eleganz, Sportlichkeit und aufregendem Design zu finden. Und es sind auch die kleinen Design-Details überall, die am Auto verstreut sind, die das Design so clever machen. Zum Beispiel die hinteren Türgriffe sind nicht an der traditionellen Stelle außen, weil die wären ja zu rausstehend und zu auffällig. Nein, sie sind integriert in das Türdesign. Und da haben wir auch den Mechanismus, um den Kofferraum aufzumachen. Wie beim 147 auch gibt es keinen Griff, der klobig da am Heckdeckel ist, sondern bei diesem Auto ist es so, wenn man auf das Alpha-Logo draufdrückt, dann geht die Haube auf und dann kann man sie aufmachen. Es geht auch über einen Knopf am Schlüssel, aber dieses integrierte Logo zum Aufmachen ist einfach so schlau gemacht und genau deswegen liebe ich manche von den Details an diesem Auto. Dann haben wir da den Motor und die ganze Performance von dem Auto. Dieses spezielle Modell hat den 1,4 Liter Turbomotor aus dem Fiat 500 Abarth. Und man merkt die Sportlichkeit von diesem Motor und von diesem anderen Auto in diesem Auto. Jedes Mal, wenn ich es fahre, bringt es mir einfach ein Lächeln ins Gesicht. Und man kann diesen Motor problemlos so zwischen 2.500 und 4.000 Touren bewegen. Man muss ihn nie höher drehen, weil die gesamte Leistung durch den Turbolader, welcher hier unten zu sehen ist, schon sofort abzurufen ist oder abrufbar ist. Und wenn man mit dem Auto sportlich fahren möchte und in den Sportmodus schaltet, dann produziert dieser kleine Turbolader hier 1,5 bar Ladedruck und eine Gesamtleistung von 170 PS. Was sich vielleicht nicht nach sehr viel anhört, aber es fühlt sich einfach sportlich, es fühlt sich kernig an, es fühlt sich wirklich so an, als würde es aus dem Rennsport kommen und das Ganze in einem Alltags-5-Türer Hot Hatch. Ja, deswegen gefällt mir es so. Außerdem ist der Sound von diesem Motor, vor allem im Vergleich zu seinen 2-Liter Turbo-Konkurrenten, echt was ganz Besonderes. Da ich schon die Sportlichkeit des Motors und des Designs angesprochen habe, ist es, denke ich, auch wichtig zu ergänzen, dass das gesamte Auto sich nicht nur auf der Geraden, sondern auch in der Kurve extrem sportlich anfühlt. Die Dämpfung und die Fahrwerksgeometrie von diesem Auto ist wirklich genial, auch so wie beim Vorgänger. Bin mir sicher, wenn ich dieses Auto auf der Rennstrecke fahren würde, wäre es sehr gut in der Kurve, aber habe ich nicht vor. Und die tiefer gelegten Bildsteinfedern, die ich drin habe, ich glaube, es sind Bildstein. Und die sportlichen Tieferlegungsfedern, die ich eingebaut habe, sind nur das i-Tüpfelchen, um das Fahrverhalten absolut perfekt zu machen. Dann haben wir da noch den Innenraum und ich habe das Ganze schon in meinem Vorstellungsvideo angesprochen, aber die Kombination aus Stoff- und Ledersitzen ist wirklich genial und für meine Zwecke absolut perfekt, denn ich habe den Seitenhalt durch den Stoff und die Schönheit von dem Leder und das Ganze mit den roten Nähten, roten Akzenten, nein, sie sind nicht Bronze, und den roten Teppichen überall. Es ist einfach ein stimmiges Bild innen und außen. Mir gefällt auch furchtbar gut der Look von gebürstetem Stahl im Innenraum und den ganzen Aluminiumelementen, die zu sehen sind, auch wenn der Ganghebel im Sommer etwas heiß wird dadurch, aber das ist eine Kleinigkeit und tatsächlich nicht so wichtig. Der Innenraum gefällt mir einfach, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Was mir bei diesem Auto aber am meisten gefällt, ist tatsächlich, dass es genauso wie alte Alfa Romeos
Gefühle bei anderen Personen auslöst. Ich meine, meine Gefühle kennt er ja zu diesem Auto, aber auch fremde Personen kamen schon auf der Straße auf mich zu und haben mich auf dieses wunderschöne Auto angesprochen. Zuletzt zum Beispiel in München. Ich habe einfach nur auf der Seite geparkt und plötzlich kam einer auf mich zu und hat angefangen darüber zu reden, wie er und seine Eltern damals eine alte Alpha Spider hatten, und man kam in ein Gespräch und hat halt so ein bisschen über seine Passion und seine Liebe zu diesen Autos erzählt. Und das ist was, was bei nicht vielen modernen Autos der Fall ist. Aber Alfa Romeo hat es mit der Giulietta damals wirklich geschafft, diese Gefühle trotzdem auslösen zu können. Zu schade, dass sie die Giulietta jetzt nicht mehr herstellen und auch nicht ersetzen werden. Und wenn sie sie ersetzen, dann durch irgendeinen seltsamen französischen Mikro-SUV-Kleinwagen, der totaler Dreck sein wird. Also, die Giulietta ist nicht nur ein absolut geniales Auto, sondern auch ein echtes Must-Buy für jeden Alpha-Fan, denn es ist wirklich alltagstauglich, man kann sehr viel reinladen, ich hatte nie Probleme, irgendwas zu transportieren, und die Unterhaltskosten von diesem Auto sind tatsächlich relativ günstig. Ich musste bisher keine großen Reparaturen machen und das Auto verbraucht nur ungefähr, ich schätze mal so 7 Liter auf 100 Kilometer, denn das kleine Minimotörchen kann mit nicht sportlich gefahrener Fahrweise auch sehr sparsam gefahren werden. So ziemlich alles an diesem Auto gefällt mir, und ja, es gibt ein, zwei kleine Dinge, die mir nicht ganz so gefallen, aber das hebe ich mir für ein Mini-Video nächste Woche auf, wenn ich euch erzähle, was mir aufgefallen ist an diesem Auto, was vielleicht nicht ganz so hundertprozentig ist, aber ich möchte nur sagen, die Giulietta ist für mich das absolut richtige Auto zu fahren, denn ich liebe Alphas, ich brauche ein Alltagsauto, und dieser Alpha verbindet es einfach perfekt in beiden. Ich sehe euch nächste Woche dann für meine kleine Kritik, für meine bisschen Kritik an diesem Auto, die ich habe. Und damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnenten-Knopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button, fahrt bei meinem Instagram vorbei, und ich sehe euch nächste Woche. Ciao.